help me right here. I'm rowdy dying, war in helling, to and then, mad I throw it. What for life have, wash du mir eben Frieden, Freiheit, wo kam von dir unsere Seelen, die an mir seien, ich bau deine, die Hoheit. Du bist himmlisch vor der Herr, wir wollen die dein. Herr, nimm die ans Gons, wir wollen ans Gons das Leben zu die Hand geben. Herr, wir wollen nicht bloß ein Port für die Leben, wir wollen Gons für die Leben. Und ich bete, dass alles, was wir hier von dir tun, Herr, du möchtest uns durch Kraft geben, du möchtest uns durch Mut geben. Herr, wir können eine Welt nennen, wir können sorgen für die. Ich bete in Jesu Namen. Amen. So ein kleines bisschen neue Schritt habe ich euch gemacht. Wer von dir? Sind ja noch Mikrofons nicht auf? Ja. Kleines bisschen Mikrofon. Kleines bisschen neue Schritt habe ich gemerkt. Wer von dir? Smart. Dinge wollen ja eine diesmal ein kleines Ding. Am nie, ja, haben mehrere neue Dinge, wo wir werden anfangen und verschiedene Dinge, wo wir werden ändern. In der Kirche. Wo wir werden schaffen in der Kirche, wo wir werden schaffen in der Kirche. Einzige große Dinge, einzige kleinere Dinge. Über letzte Woche, wie an die Jahressitzung gewasst, letzte sind noch nur Mittag, und Leiterschaft hat sich in verschiedenen Wegen klein bisschen geändert. Wir haben Pläne gemerkt und festgestellt, Dinge, wo wir wollen sein zu erregen, aus Quark, aus Glieder und Gott in den Körper. Und das ist in Wirklichkeit bloß ein Widerschaffen von dort, wo wir heute am Anfangsjahr angefangen. Und wir werden das bloß wieder feiern. So, von der Botschaft, das ist ein bisschen so, was Port Botschaft sein und Port auch in alle informieren. Und da Menschen sind nicht Glieder und wir noch nicht ab der Jahressitzung gewasst. Was ist denn ihr wollen, könnt vertrauen? Von wo du sie auch geplant hast. Aber ich würde gleich uns, erinnern an eine Botschaft, die ich heute in April gebracht habe. Vision für die Kirche. Ich will ein klein bisschen Ware holen von dort und dann will ich dort wiederbringen. Aber wie fangen diese dann an in April mit einer Vers in der Apostelgeschichte, auf ihr 1 Vers 8? Dort sagt es dort: Aber wenn der Heilige jetzt ewig kommen wird, wo ihr Kraft kriegen und ihr wollen meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, in über die ganze Welt. So, wir haben nicht gebraucht, ich warte eigentlich, ich habe für jeden ein paar Bilder mitzubringen. Ich will hier erst ein paar Bilder mitbringen, um hier so einen Darstellung, aber ich will ihn dann bloß ein Bild malen mit meinen Händen. Das schaffe ich auch nicht. Wie ein einfaches Bild. In April habe ich das gewesen. Das Bild von Jerusalem, Judäa, Samaria und über die ganze Welt. Vielleicht hast du das noch bekannt. Da wie ein Bild so, Jerusalem wie ein Kleinet steht, nicht so? Und dann der Fußraum dort, haben wir dann Judäa. Und dann bietet dort wie nach Samaria und dann auch nach der ganze Welt, wo du so wie. So, das ging von klein bis groß. Und dort, wo Jesus dort gesagt hat, sagt, fang du an, wo ihr seid. Und dort das Evangelium verbreiten. Sei Menschen dort. Lehre die Menschen dort zu hören, was ich jünd gesagt habe. Fang du an, wo ihr seid, und sagen, ihr sollt wissen. Bei der Eng von der Welt. Jeder Eich soll das Evangelium hören. Und wenn wir wollen eine Kirche sein, oder wir sind eine Kirche, wenn wir Christen sind, das, was unser Ziel soll sein. Das Evangelium soll hier anfangen, manch eins, und das soll grater und grater werden. Bei jeder Person, das Evangelium hier und dort. So, ich habe dann ein kleines bisschen persönlich genommen für uns. So, in der Stadt Jerusalem habe ich dann unsere Familie angestellt, das ist vielleicht bekannt, nicht so? Doch wir wollen unsere Familie stärken in der christlichen Leben. Ich, meine Frau und meine Kinder. Das ist dort. Nicht groß, dass du noch bloß Tiana. Aber vielleicht wollen wir noch mal gucken, nicht so?
En dan buiten dort het nächste poort en er steht op wie Juda hoorden, of Judea, du hoort we dan als ik kwak. So nu meen ik dan, dit gebied hier, zodat wir hier ben is, dat wie woon je gestorkt worden? Wie woon wossen? Wie woon zijn mank aans meer kracht te kriegen voor Jezus te leven? Zodat wir een ander ziel, een sterkere gemeenschap te hebben, wie een ander. Dan buiten dort wie Samaria, en voor dort hoort we dan onze omgeving, du zo nennen gestalt. Onze mensen, hier zo ram, onze plotdeutsche mensen, die dich bewoonen, hier zo alle wegen in onze kolonien, wie wollen ernt erregen. Dort wie an Samaria, sozusagen, en dan buiten dort nach de ganze Welt. En wie horen dan, je plant een drie-jaarse plant voor onze kwak. Nou, we willen langer in de kwak zijn, dat is bloos 3 jaar. Maar we willen met 3 jaar aanvangen. Ten buien. En in deze 3 jaar hebben we verschillende dingen wat we willen zijn te erregen. Oosten, je meint hier zo. Ten wossen. En we willen beste dingen wat we willen concentreren. Krijg dit ding, we willen sterkere families hebben. En dit heeft ook te doen met laatste maand in oktober hebben we jeder medewerkse uwes klossen. Van hen vriezen, ehe klossen. Zum einen Port von dit Familienleben sein zu steuern. So jeder Medweg hat wir dort hier so. Und anfangs hier hat wir Henry Jacobs von Belize hier so gehört, Familie klossen zu geben, woran zum sein unsere Familie ist hier bin, jeder hier sitzen down in mir, in meiner Früh. Doch wir können stärkere Familien haben. Christliche Familien. Ich habe letztes in April dann einmal gesagt, ich sehe, wir leben nicht christliche Lebens in unsere christliche Familien. En wie moeten dat ändern? Wie moeten voor Jezus leven? En onze families. Zo, so, we willen sterkere families kennen. Dan groet onze kerk. We willen ons opbouwen. Een leiderschap, een sterke leiderschap opbouwen. En dit brengt tijd. Dit brengt tijd. Zo, so, we willen een paar jaren brengen om dit alles te doen. We doen zaken die de rechte personen en de rechte positionen aanstellen. Personen die een hart hand voor de kerk. En die een verlangen hebben. Aufrichtig zu leben in der Wahrheit von Jesus Christus. So eine Lehrerschaft macht für abbühen. Wo eine Lehrerschaft dort nicht haft, wo kann man dann wiedergeben, nicht so? So wie man stark sind in der Lehrerschaft. Jo, wie wir haben auch alle Fehler. Aber wir wollen uns verbessern in das. Wir wollen starke Lehrer geworden. Und in derselben Zeit, in unserer Kirche, da wir nicht einzelne Personen finden mit spezifischen Gaben in der Kirche, en eerst aanvang uit te bilden. Verdiensten. Maak ons en ook bieden de kerk. Dit zijn zielen wat we hebben. Om zijn onze kerk hier zo te storten. En stoots geluid wil ik je nog best meer vertellen van wat doen we dat dan. Op een mensen maak ons uitbilden en rijd mee aan. Verdienst. Du hast veel nood. Du veel deel hoop. Nou, het derde punt krijgt dit, dat we willen onze omgeving erregen voor Jezus Christus. We hebben nu een outreach-committee aangevangen dit jaar. Dat brengt nog een deel arbeid. We doen een deel dingen proeven terecht te staan. We hebben een deel geproefd en deel eindenissen waar we merken voor het komende jaar. Maar de arbeid is groot. Maar we willen de omgeving wezen dat we zijn een kerk en we zijn mensen die voor God leven en we een verlang hebben en ook te houden. Dat we een hart hebben voor de mensen. Dort ist ein Ding, wo wir werden sagen, abzubühen in diese 3 Jahre. Und wir werden dann auch ausfinden, wo können wir dann noch tun in unserer Umgebung. Was von was können wir dort tun? Menschen tun das verschieden, in Kirchen tun das verschieden. Die Frage ist, wo wollen wir dort tun? So wir werden durch diese 3 Jahre Plans aufstellen und sagen, was schafft und nicht schafft und wo wir können das Beste schaffen. Na, letzter Punkt, Krieg, die Welt erregen. In diese 3 Jahre dürfen wir noch nicht von der ganzen Welt denk. Dort dürfen wir noch nicht uns schaffen in diese 3 Jahre. Diese 3 Jahre dürfen wir sein, unsere Familien, unsere Kirche und auch Leidenschaft abzubühen und auch unsere Umgebung hier so muss schaffen sein, wo wir dort kennen. Nur die 3 Jahre, wo wir erst Kraft haben, wo wir erst stärker sind und alle gegründet sind hier so. Und wir unsere Pläne hier so als Kirche schon ein kleines Gefallstand hier haben, nur die 3 Jahre werden wir die Vision anfangen, viel geraten zu mir. Aber du musst noch ein bisschen warten. Wir werden uns nicht sozusagen ganz dann mehr angerufen haben. Fuß nicht alle wegen Haaren dran, dann hörst du hier Fuß schwach. Dann kommen wir hier auch Fuß lang nicht alles nur. So 3 Jahre werden wir brauchen.
Tomans hier stört mich an. Und dann, wo wir denken über die ganze Welt, sein Gott alles wird geben. Ich sage noch nicht hier. Ich bin noch mal verwaschen. So, dort sind beste Dinge, die ich heute von dir rede, in April, zum Klimaschen eine Erfrischung geben. Wurde es wichtig für unsere Kirche? Und nun würde ich gleich ein paar Gedanken zu bieten tun. Denn nun bitte erklären, was wichtig ist für uns als Lehrerschaft, wo wir werden hier so auch dann geschaffen. Wenn wir denken, wenn wir in ein neues Jahr hineingehen, dann würde ich uns mehr an unseren Städte denken. Menschen sind wichtig. Mir wird das wahre Abfall und dort von der Mars, dass John seine Sinne schon post wahre Krieg bietet, was ich predigen will. Wir brauchen uns nicht bereden, neben dem ich weiter nicht wort für Thema hier dann Krieg habe, den Sinne aus Mars. Und neben dem sperrt sich das aus, dort post dann einmal wahre oder bie. Oder post Krieg bietet ein dürfende Dinge, wo ich will von dir von reden. Aber Menschen sind wichtig. Wir wollen dit im Denken. Am Anfang der Bibel lesen wir dort in 1. Mose, Gott mögt alles in Saas dir. Wie kann er dir schicken? Und dann an den saßten Tag, das letzte Ding, was ich heute an den saßten Tag gemerkt, will er nicht mal besonders mehr. Ganz anders ist das andere. Und dann sage ich ihm, weißt du was, ich will Mann merken und mein Ebenbild, sagte. Und dann braucht er besonders Zeit, du so ein Mensch nicht mal merken. Ganz anders als er das ewige Port von der Welt und alle Tieren, alles hat gemerkt, nicht, dass er besonders Zeit zum einen Mensch merkt. Wegen Menschen sind wichtig. Und dort hier nicht bloß du so ab. Kick den Mond, oder kick Gott in den Mond und sag, das ist nicht Gott, dass er allein ist. Und dann, dass er nachwarten wird, besonders, dann merkt er Adam einen Schlup, nimmt er von denen seine Reb, und von der Reb, dass er dann eine Früh formen. Und dann bringt er die Früh nur den Mond. War ein besonderes Ding, mich das abfallen will, erstens hat Gott Adam den Mond ganz anders auf einen anderen Weg gemerkt, es hat das ewige Port von der Schöpfung hat gemerkt. Und nun will er die Früh Mensch merken, und hat das auch nicht so merken, es hat den Mond hat gemerkt. Nun merkt er die Früh auch auf einen ganz anderen, besonderen Weg. Ist der Mensch als wichtig und jeder eint als besonders. Ich sage dir, von dieser Früh will ich nicht auch bloß von jedem, dritten, dritten Jahr formen, und so sagt die Mann hat noch. Von der Früh will ich nicht ganz das, wo ich eine Rab nehme, nicht wo ich mal von einer Rab wort merken. Es ist eine Früh. Jeder eine ist besonders. Menschen sind wichtig. Menschen sind wichtig wie Gott. Über das ganze Thema von dort, Mensch, dort nicht Gott ist, dort Mensch allein ist, dort hat mit viel mehr zu tun, als bloß Mond fehlt noch früh. Das ist clean part davon. Das ist fein, er hat es so geschaffen, aber das ist viel mehr dahinter. Menschen sind gemerkt für Gemeinschaft mit anderen Menschen. Hebräer 10, Vers 24 und 25 sagt uns, doch wir sollen nicht weich bleiben von den Versammlungen, so ist eins hier dort tun. Oder ein anderer wird, dass nicht Gott, wenn Christen sich allein halten dürfen. Menschen sind wichtig. Menschen sind wichtig für dein Leben und Menschen sind wichtig für mein Leben. Das ist wichtig, dass wir Menschen sind. Matthäus Kapitel 26 und auch Markus Kapitel 8, Jesus fragt eine Frau, sagt er, wo hält ein Mensch dort, wenn er die ganze Welt wird gewinnen, und ob er seine eine Säule verlieren wird. So, die kostet all das Physische auf der Welt, kostet die Hand, vielleicht ein paar gute Dinge, du bist auch, und er sagt, dort hab alle nichts, wenn du deine Säule verlieren wirst. Sagt er, was hat das dann? Er sagt, der Mensch ist dort, was wichtig ist. Der Mensch, seine eigene Säule, ist dort, was wichtig ist. Dann habe ich auch noch ein Beispiel, wo ich war, geben, wo uns wiesen, dass dort Menschen wichtig sind. Du sind viel mehr. Aber noch eins. Menschen, nicht spezifisch Christen. Menschen sind der Tempel Gottes. Gott lebt in Menschenbahn. Ein Christenbahn, ein gläubiger Menschen lebt hier bahn. Gott lebt nicht in Kirchengebieter, so steht. Gott lebt nicht in Gymnasios.
Gott lebt nicht in andere physische Tempelspan. Gott lebt in die, wo du in Christus bist, und er lebt in mir. Dort sind die Menschen, die dir wichtig sind. Der Mensch ist der Hauptpunkt von der ganzen Schöpfung, wo Gott hat gemerkt. Der Mensch, wie sozusagen der Höhepunkt von alles. Der wir besonders. Wo gehe ich hin mit allem? Warum sage ich immer wahr, dass der Mensch wichtig ist? Wo ich will hin, ich soll nicht antworten, dass die Menschen sind wichtig. Ich habe ein paar Fragen für ihn. Wenn ihr Haupt fehlen wird, ihr seid in der Not, ihr seid bedrängt, irgendwas fehlt, wo geht ihr hin? End in a note. Probier dann de gratste Gymnasium zu finden, was ihr kann. Und dann geh ihr dahin, wo ihr ganz larig ist. Es ist dort, wo ihr hingehen, wo ihr in a note seid, wo ihr Haupt fehlt. Oder probier dann de schmackste Kirchengebiet zu finden, was ihr kann. Und dann geh ihr dahin, und das ist der Anfang, nur die Wand auszuschäden. Er nur die Stelle. Jetzt ich fand ich, aber ich glaube, wir wollen weiten, wo ich hingehe mit dir, nicht? Nein, ich don't weiß. In dem Moment, wo ich proben zu tun, es ich proben zu finden, wo es eine Person, die Zeit nehmen kann für mich, und mich kann halten. Und in dem Moment, als die dort entdeckt, aus dort Büten ist, ob er starb, eine Kalt, eine Madden in der Nacht, dort hält sich rein klar, wo du es. Der einzige Ding, was dir dann in dem Moment fehlen wird, ist die Person, so Zeit nehmen für dich. Wegen Menschen sind wichtig. Gott braucht Menschen, zum anderen Menschen erregen. Er braucht nicht Gebieter zum anderen Menschen erregen. Er braucht nicht physische Sachen zum anderen Menschen erregen. Er braucht Menschen. Er braucht die und er braucht mich. Nur wie kann physische Dinge brauchen? Aber du hast Ding, die Menschen brauchen die Dinge. Die Menschen sind wichtig. Hier ist super, was für uns passiert. Und das hat zu tun mit, was wichtig ist für unsere Kirche, für die Zukunft. Hier ist, was für uns passiert. Menschen kommen in die Kirche nennen, und die haben eine Not, und fehlt Haupt, irgendwas fehlt die Person, dann kommen sie in die Kirche nennen, vielleicht mit der Hoffnung, dass jemand was sie halten kann, nicht so? Und ob er das keine durch die halten kann. Passiert Fährten. Sei ein Fährten. Oder Menschen gehen vielleicht erst, wo vielleicht hast du eine große Versammlung irgendwo, du sind da Menschen, dann kommen die so hin mit der Hoffnung, vielleicht hast du eine Person hier so bin, die mich halten kann. Und bald wollen sie an, dass keiner, der du Zeit hat, zu halten. Habt ihr das mal so gehört, dass jemand hat ihn zuerst mal halb gefragt und hat ihm mal gesagt, ich habe euch Zeit? Ich habe. Und ich habe vielleicht auch gleich, ich will vielleicht so ein Druck, vielleicht auch mit ein paar gute Dinge. Aber kann ich sagen, das Problem, was hier so ist? So viel Not und nicht Menschen, um die Not sein zu halten oder zu beten zu mir. Und ich post krieg mit einem Sinnershow zum RSB. Dankeschön, John, für so eine feine Einladung. Wenn ich würde auch da sein. Aber wie sure haben so feine, schmackige Gebiete in unserer Kolonie? Habe ich gleich. Sache, wow. Gute, feine, große, schmackige Gebiete habe. Dort sei ein Fan. Und dann habe ich auch Fährten, sonst das gehört, wo wir aus Kirchen haben auch all unsere Finanzen gebraucht, zum Meier physische Gebiete und physische Dinge bühen. In bühen, in bühen, in bühen, in bühen. Millionen de Peso, da wir bühen,
in Buren, in Buren, in Hannendael, Gaude Jebida. Und wenn ihr die Stadt überkämmt, um die jässliche Arbeit zu kriegen, wird die Menschen sein Home und all diese Schmacke Jebida, die wir haben. Und wenn ihr die Stadt überkämmt, um Menschen sein Utebilden, um die Arbeit mal down. Tim will sein Menschen zu erregen und halten mit deren Not. Dann weißt du, was ihr sagt. Du hast euch jalt. Nicht? Millionen der Paiso käve Gymnasius in Kürzen, ich weiß nicht, wo alles bühen, tieren diesen Paiso käve nicht brücken, zum somebody und ihr Städten zum Utbilden und lehren, die Arbeit zu tun und Tiet geben, zum Menschen mal halten. Wir sind alle Drag, Opa, wir können nicht somebody in your stand to the orbit mal down. Hast du nicht passiert? Wie sind hier so auch so gewasst? Und ich mag das hier in Kanada. Ich muss sagen, ich habe Kanada. Hier in Mexiko und Kanada habe ich dort selber Dinge gemacht, besonders die letzten 3 oder 4 Jahre, als mir das sehr abfuhrend gewasst. Und mir ist bloß nicht gut. Wirklich. Wenn ich denke, ohne Vision für die Kirche in der Arbeit, wo du fehlst zu tun, das nicht reicht. Das nicht gut, was hier ohne jetzt. Und so ich sage, wie sind du auch gewasst? Und ich hier das auch von anderen Dingen, das Büte der Kirche, das wollen Teil Gaudi Jebide Jebüte, um seine Menschen zu haben, auf verschiedene Wege. Und du wirst dann Teil Jalten an gespannt, an die Jebide, und das sei erfährt, das sind Gaudi Jebide. Aber weißt du, was ich dann immer war, hier und da? Immer war, du seid nicht Arbeiter. Du seid nicht Arbeiter. Fähne Jebide. Wenig Arbeiter. Keine zum den Menschen haben, die du bänse. Du wirst ein Teil, Tiet, Anstrengung und Geld hineingespannt in physische Dinge. Alle weh. Und sei wenig Tiet, Anstrengung und Geld hineingespannt in Arbeiter, in Menschen. Und die Arbeit sollen tun. Und weißt du was? Und das ist bloß, denn die Arbeit dann für die Menschen, die an der Gebiete nennen kommen. Dort sind noch mal die wenigsten von den Menschen. Die meisten Menschen kommen erhebst nicht nur das Gebiete oder in einem Zentrum oder in einem Friedensplatz oder in einem Daniel Panasch oder Hilfscenter, was immer. Die meisten Menschen kommen erhebst nicht durch Hand. So wie haben nicht nur genug und Erstattung in Menschen und Arbeiter, können die Menschen haben, die an diese Gebiete kommen, noch viel weniger die ganze Welt sein zu erregen. Das ist mir schwierig, nicht? Jesus redet krank von der Zauber, denkt, er sagt zu denen seine Jünger, mit einem sagt er, hef jene Ölen mal ab, sagt er, kick mal ab, sagt er, die Arnt ist groß. Und was sagt er dann? Die Arbeiter sind wenig. Die Arbeiter sind wenig. So, das 2000 Jahre, 3 wieder zu Deutsch, ich weiß, 2000 Jahre Luther, seit wir hier nach Hause haben, das selbe Problem, nicht? Die Arbeiter sind wenig. Und Jesus sieht dann auch, was er sagt, dann sagt er ein Ding. Bet für meine Arbeiter. Das hat man in der Art nicht gut. Bet, hey, sag ich nicht, bet für meine Gebieter. Bet für meine physische Sachen. Wir haben nicht genug Gebiete. Noch ich sage, bet für Arbeiter. Weil Gott braucht Menschen, zum Menschen erregen. Er braucht die, zum anderen Menschen erregen. Er braucht mich, zum anderen Menschen erregen. Menschen sind wichtig. Und Menschen sind wichtig auf 2 verschiedene Wege. Erstens auf einen Weg, wo die Menschen wichtig sind. Dort ist Menschen sind wichtig, die eine Arbeit nennen tun. Menschen, die andere Menschen halten tun, sind sehr wichtig. Und uns fehlt viel mehr Menschen, die eine Arbeit nennen tun, um seine Menschen zu halten, wenn Menschen erregen für Jesus Christus. Dort ist ein Sort Menschen, die sind sehr wichtig, aber du ist eine andere Sort Menschen, die sind auch sehr wichtig. Wer weiß, wer dort ist? Oder wer dort sind? Die Menschen, die in Not sind, sind sehr wichtig. Dort ist wichtig, dass wir die Menschen erregen tun. Du bist wichtig, dass wir durch Hand kommen, du für die Not ist, du für die Menschen, die das Evangelium fehlen, du wo Jesus Christus fehlt, in dein Leben nahen zu gehen, die Menschen sind wichtig. So, das sind die 2 Sieden.
Du hast die Not, und die Menschen sind wichtig, und du sind die Arbeiter, die fehlen, du sind in der Not zu tun, wo immer dort ist. Not ist wichtig. So, dort ist dann wichtig für uns, dort wir anfangen, uns Quark wieder zu denken, wo war wir nun mal, meine Menschen ausbilden, meine Menschen lernen, an die Arbeit nennen zu gehen, meine Menschen unterstützen, meine Arbeiter zu kriegen, meine Jünger merken. Das ist wichtig für uns als Gemeinde, weil wir wollen sagen, die Arbeit zu tun. Wir wollen die Arbeit als groß. So, was werden wir mit tun? Und das, was wir aus Leidenschaft tun, umdenken. So, nun würde ich eindenken, begleichen, jemand auch zu sagen, und klar zu mir, eier, ich im Baske an die Blumen zu knangen, zum Baske erfrischen, von denen, was Fehler all weiten tun, aber bloß zum Baske erfrischen. Einige würde gleich sagen, Gebieter sind auch wichtig. Okay? Versteht mir reich mit dem. Das ist nicht, dass Gebieter nicht wird haben. Die sind Fan. Wie können die alle hier in diesem Gebiet sein? Hast du nicht Fan? Wir können hier singen, Gemeinschaft haben, Andachten hier, Sündachschule haben. Viele Dinge habe ich hier tun. Gebieter sind sehr gut. Aber hier ist, was das Problem ist, hier warst. Und hier habe ich ein Bild mit mir hängen. Die Gebieter haben hier so. Ihr Home, physische Dinge habe ich hier, ihr Home, und Menschen habe ich hier so. Prioritäten sind, ich glaube, bei euch steht, für angewasst. Dort die Prioritäten, die höchere Prioritäten sind, an die physische Sachen nennen, und die wenige, was dann nur die Menschen tun. Und das, was wir wollen, sagen, ist Quark zu vertuschen. Dort soll diesen Zweig anfangen zu drehen. Die Menschen sollen eine höhere Priorität haben aus den Gebieten, aus den physischen Dingen. Und wir wollen Menschen unterstellen. Und es steht dort, wir wollen sagen, die Gebieten zu bühen, und wenn du ja überblieben dort, dann wollen wir sagen, Menschen zu unterstellen. Wir wollen Krieg dort gehen. Wir wollen sagen, weißt du, wir wollen Menschen unterstellen, und wenn du dann noch was überblieben, dann werden wir physische Dinge auch bühen. Hier so eine Quark, wir haben auch verschiedene Dinge, wo wir auch Wärmfiese spüren. Kleine Projekte hier und da. Aber erstens werden wir sagen, hast du eine Stärkung für die Menschen? Wenn du dann überblieft, dann dürfen wir ein Projekt auf einmal tun. Wenn du dann mal aufhören genug hast für die Menschen, dann haben wir vor uns an der Gebiete. Willst du die Menschen sein, die höhere Priorität haben? Das, wo wir anfangen, zu schaffen. So, was ist ein Ziel? Was werden wir sagen, zu tun? Wo werden wir schaffen? Wo werden wir das erregen? Wo werden wir Menschen ausbilden und lernen, am Dienstag anzugehen? Ein großes Ding hat auch Krieg mit Finanzen zu tun. Ein unserer dreijährigen Plumen, ich habe euch gesagt, von Dingen, die wir wollen tun, Familie stärken, mehr an unsere Umgebung erregen, in unseren Städten, unsere Lehrerschaft abbühen. Aber in diesen drei Jahren habe ich auch ein bisschen so einen Finanzenplumen. Was wir wollen tun. Jeder Jahr werden wir mehr Geld nennen, ein Arbeiter ausbilden, ein Arbeiter umstellen. Und jetzt ein bisschen aus der Luten, der. Wir haben das, ich habe das letzte Jahr auch von geredet. Das erste Jahr, so wie sind in den ersten Jahren nicht mehr. Das erste Jahr wird 25.000 Peso im Monat. So gebraucht worden für jährliche Arbeiter. Und Menschen in der Arbeit nennen. So, dort, wo wir nicht mehr sind, ich wollte Luther noch sagen, so, wo ist dort hingegangen, für die, die nicht weiten dort. Eins, die weiten dort, aber sind nicht Glieder, die weiten dort gleich. Ich will nicht dort auch sein. Und bei 2019, dann haben wir geplant, da wo wir mehr. Dann wo wir wenigstens bei 35.000 Peso ein jährlicher Arbeit in uns bin. 10.000 Peso mehr. Wenigstens. 2019. 2020, ans dritte Jahr, werden wir dort noch bringen, bei 50.000 Peso. Für jährliche Arbeiter. Und das ist bloß Ende drei Jahre. Wieder ist dort, haben wir noch nicht geplant. Das ist, ich sage, wir machen erst mal mit dem Paket schaffen und sagen, hier so bern, abzubühen. Jeder Jahr meine Unterstattung für jährliche Arbeiter. Die Menschen, die du wollen nennen gehen, die Not sein Beter zu mir einmal. Die Menschen muss sein Heilung zu bringen, Jesus Christus muss vertrauen. Und doch, wir können meine Donner bloß auch hier so bern, aber auch dazu mal bieten. Dort, wo wir dort wollen tun. So, wo haben wir dann gegangen mit dit Jahr? Ich will nicht mitteilen. Das ist nicht Pflicht. Dit letzte Jahr ist das so, ihr wisst, wir haben gekriegt 15.000 Peso im Monat aus Predia, Predia-Lied.
Dat's ons alleen, dit jaar je waast. En John Fair, die wordt in de school deed. Am dove met 5000 pijzen de monat onderstaan. Dat hij leren kon, dit te doen. So hij, we hebben hem ongesteld, hij zal 2 dagen weg, dat hij dan losneemt van het arbeid, met het ziel van hij zal de Bibel studeren. Hij zal gouden klossen leren ver te brengen. En die zijn er schon, wie allemaal hier waren, van deels Marcy was, die handelt je mooi, die zijn er schon weer zeer fan. En dat betert zich tot te moeien. Dat waren mensen, die de goeven haan voor verschillende dingen, waren eerst wat gelegenheid geeft, in uw stad, die kan wassen. So hij is verantwoordelijk voor dort, en zijn wieder te schaffen, besonders als Lehrer. So 5000 Peso haf hij gekregen. 5000 Peso haf wir Tina Peitersche geben. Dort soll ich auch sehen, hier so mag eins verschiedene Dinge, sie ist der erste gute Lehrer, der für verschiedene Nöte, wo hier bin, sind. Sie sind so mehr zu haben, sie wie der näheren Lehrer hier warst, und sie einfach gebüten, sie wird mit Wettfrühstück besiegen und auch andere Frühstück haben, bittere Quark. Verschiedene Dinge, was sei das, die Bibel redet auch viel von, dass die Wettfrühstück sind wichtig. Und wir haben damals gedacht, na, wer betet an dem Wettfrühstück erregen, als eine Wettfrühstück in der Leib hat für Jesus Christus? Ze wordt dan veel meer kunnen doen dan wat ik kon doen. Zo dat is bijna de kwijt. Nu ook nog buiten de kwijt. Dus we gaan niet bloos deze ween. Nächste jaar wordt ze dan ook de vrouwenactiviteiten leren zijn voor de kwijt. Vrouwse activiteiten, ze wordt zo'n dingen ook zijn te leren. En John, en dan zien we vroeg, John en Lisa, en ook Tina Peters, die zijn ook beide in onze outreach-committee. En we doen in onze omgeving. Kicken die Not und die don't auch mehr haben. So, Arbeiter, dort ist dit Jahr gewesen. So, wo dann für 2019, ich sehe, wir wollen Maya Jautner spenden, somebody else, nicht? Wen werden wir nächste Tour hier starten? Hermie und Mary. Hermie und Mary Bowman. Mary Bowman ist starten zu hängen, Hermie ist nicht hier so von dir. Wir werden Ernt hier starten. Die werden hineingewählt worden aus Hilfspredigt. Und für jeden, die das nicht weiter denken, eins ist hineingewählt worden aus Lädende Predigt hier so. Da werden die uns Sinn nach dann bestimmt. Hermie Mary stand nur Hilfspredigt. Wir werden ernt und ihr Städten nur mit 10.000 Peso den Monat, dort die kann anfangen, Maya Tieten anzuspenden, eine jährliche Arbeit. Auf verschiedene Wege. Ein von den größten Dingen, was sie dann wollen, die tun, ist, die wollen die Jugendleitung auch nehmen. Und die sollen dann nur ein Teil Tieten anzuspenden, an die Jugendarbeit. Das ist ein von den größten Dingen, wo die nicht sind verantwortlich, oder ein nächstes Jahr, 2019. In der ersten Zeit, wo John und Lisa wollen in der Bibelschule sein, Hermie wird die Sinderschule für die Erwachsenen hier auch geben. In der ersten Jahr wird Hermie dann auch helfen, Botschaften zu bringen. Und sind noch Samaris. Das sind Abgaben, wo die dann wollen haben. Auch für nächste Jahr, oder für 2020, ich sehe dann, wo wir Maya Unterstattung für jährliche Arbeit, nicht so? Wir wollen aber noch nicht, wer das sein. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es von diesen Sachen, die wollen mehr kriegen, vielleicht wollen die keinen Dollar Falltide schaffen, nein, sie von euch, weg, weg. Da wird alles sich ausgewiesen, das nächste Jahr muss sein, wo die Dinge lernen dürfen. Aber wir werden das nächste Jahr alles bei 50.000 Peso bringen. Den Monat und jährliche Arbeiter. So, das sind Dinge, Menschen, die auch finanziell unterstellt wurden. Wir haben aber viele Arbeiter hier auch bei auch Lehrerschaft, die kriegt nicht betult, die haben aber auch viel Arbeit. Hier sind viele Menschen, die dann halten auf verschiedene Dienste. Und die sind alle wichtig. Weißt du, von der Lehrerschaft würde ich auch gleich hinternehmen, wir haben uns Wirtschaftsroot, Knausleben, Peiterleben und Jakob Walk. Die sind unsere Wirtschaftsroot, über die physischen Dinge hier so, eine Quark, bitte die Quark, seine in Ordnung zu holen. Und über sagt Han, über die Dinge, die dann passieren, dann, mit so einer Arbeit. Die Predigt Diakonroots und meine frühen Eck, George und Lette Pana, sind Diakonen und Hermie Mary Behmann, von dem wir Gruts geredet haben. Die sind auch in der Predigt Diakonroot. Ein paar Dinge haben sich diese dann nicht vertuscht. Dann sind auch andere. Wir haben auch Helena Levens erst in der frühen Seelsorge hier so. Sie hat viel mit frühes geschaffen. Hier bei auch Bühnen haben sie auch viel Arbeit mit frühes. Wie tun auch nicht betonen? Die tun sich betonen. Sie hat immer früher geschaffen.
Und sie haben verlangt, mehr auszustudieren. Sie haben gesagt, sie werden auch nächstes Jahr sich alle Leute ausbilden, Kraft für die Arbeit, weil sie haben verlangt, lernen, Menschen besser zu haben. Und das ist, was uns fehlt. Menschen sagen, ich kann verlangen, mehr Menschen lernen zu haben. Und wo kann ich die haben? Nicht, wir haben immer die Frage, wo kann ich die Menschen haben? Das ist schwer. So, Knausleben haben Bücher der Quark auch noch verschiedene Dinge, was sie tun, was nicht unbedingt mit der Quark verbunden sind. Die Bed. Und dann haben wir auch Myrna Valk. Sie ist eben der Kinger Quark, sind noch schon für Kinder und so weit. Sie ist eben dort. So, wenn die Frauen haben über Kinder und Worte so alles ohne, Frau Myrna Valk, ich glaube, sie wird wahrlich sein, die Dinge vertan. Aber Arbeit ist du ein Teil, dann sind du ein Teil Menschen, die alle wegen noch zwischen, was arbeiten tun. Aber für das kommende Jahr, ich würde gleich noch ein bisschen mehr zu tun, was für Dinge werden wir dann auch nächstes Jahr tun? Ein von den größten Dingen, wo wir wollen mit Schaffen aus Kirk, haben zu tun mit Kinder. Alles von Babys bis Jugendlichen. Ja, Jugendliche sind auch Kinder. Wollen ihr doch nicht wissen. Alles ganz von Babys bis Mini-Jugend bis Jugend. Du bist, wenn wir in 2019, ich glaube, das ganz größte Part mal entschaffen. Um seine Dinge zu ändern und verbessern. Ein Ding, was anfängt jetzt, wir haben auch eine Mini-Jugend, was wir nicht alle in dieser Kirche haben gehört. Mini-Jugend von 11 bis 13 Jahre alt. Jakob Myrna-Walk und Hermann und Nela Peitasch, die haben die Leitung von der Mini-Jugend. Einmal im Monat soll hier was angestellt werden für Mini-Jugend. Und die wollen dann auch angestellt sein für die Sinnerschule für die von 11 bis 13 Jahre alt. So die wollen eine Sinnerschule für die alle tun und dann auch einmal im Monat eine Activity erst was haben für die. So, das ist ein von den Dingen, die anfangen im neuen Jahr. Dann sind es verschiedene andere Dinge, die man Kinder zu tun hat. Wir werden nächstes Jahr auch weiter anfangen mit einer Bibelstunde. Einmal im Weg. Wir wollen das anders tun. Wir werden einmal im Weg der Jugend und Erwachsenen alle Top, wo wir eine Bibelstunde haben, Bäcker studieren in der Bibel. Und der steht hier, wo wir auch Babysitters haben. Was du so was sein, Babysitters, für ganz kleine Babys. Und ob auch für so eine, die 10 Jahre in Uja sind. Dort die Activities sind für dich, dort wir alle können hier so konzentrieren und Bibelstudium. Und dort die Kinder auch was haben. Und auch für ein Gebetstid. Dort fehlt, weil dort wir ein Gebetstid haben. Und dort werden wir dann auch da. Das nächste Jahr. In unsere Pläne. Nun sind ein Teil anderer Dinge, wo ich kann von reden. Es bot, ich kann aber gleich, es bot erst, dass man eins eineinhalb Stunden ist, dort da bei unserer Sitzung, wo ich reden und reden und reden. Ich sage mir. Ob ein Teil Ereignissen kommen im neuen Jahr. Man reicht an so Bulletin, die ganz anders sind. Die Bulletin, die nicht kostet sein, da wird im neuen Jahr ganz anders sein. Wenn die das gleiche tun, dann kann ich das nicht nach dem Stilz geschätzen. Nur da wird es anders sein. Das ist ein kleines Ding. Aber wenn ich hier und eins hier so aus, ein Port von Jesus im Körper. Weißt du, was ich sagen will? Er kann sein, Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlt, zum Dein. Er hat uns alles gegeben für eine starke Leidenschaft, starke Prediger, starke Evangelisten, starke Counselor, starke Kinderarbeiter, starke Ushers, starke, was immer du sagst, nach alles ist. Wir haben alles hier so bein, was uns fehlt. Wir brauchen nicht weit büten kicken. Wir brauchen nicht Menschen anrufen von Kanada, der Staats, Paraguay. No. Hier so bin, wenn ich hier so rumkicken, do, ich weiß, wir haben alles, was uns fehlt, zum Gott sein, wo ich erfahre. Alles, was du fehlt, ist, dass wir diesen Prozess mal durchgehen down, und dass wir den Menschen anfangen, Hecher zu heben aus physischen Dingen. Und wir uns unseren Ohren da, unseren Städten, und anfangen, uns nennen zu lernen in den Arbeiten. In den Arbeiten merken, uns ausbilden lassen. Wir haben ein Teil, was wir können regen, bloß mit wie hier bei sind. Wie sind du noch nicht? Ob ein paar Jahre von nun, was Jahr von nun, weißt du was? Ich glaube, wir haben hier eine sehr starke Gruppe. Und ich weiß, Gott wird Wunder tun durch uns. Ich sehe mich überzeugt. Gott wird schaffen.
Hij wordt dertien schoffen. Hij af en duil dingen wat hij erreken wil. En wat hij erreken kon. En het ook kunt voor ik dat mirage ook gleichen, zo wie te creëren dat ik voor mij het tijd had, ten persoonlijk menschen, zo te zijn, gingen meer. En Jezus deed persoonlijk 12 mannen, voor 3 jaar apart moet nemen, ten persoonlijk eind moet houden. Want wie wil zijn, sterkere deiner te creëren, dan mag we ook van Jezus in verbod ook mij moet leren. Dat veelt dat wie ons leiderschap voor mij het tijd kan creëren, ten persoonlijk met wesse menschen mij het tijd spelen. Dat die personen waren Luther arbeiten dan, met Kraft. Zo is Jezus dat deed. Jezus zei dan maar eens, den sie noch arbeit wie vor, ich habe beëerd, nu hoor ik ook bij 12 mannen, waar hij een deel tijd aan je spent. En die mannen moeten een groot nieuwsheid, en wie maten ons leiderschap, deze dingen leren, een bijspel nemen van Jezus Christus. Dat wie waren ook, ze stort, ik wil niet alles doen. En die andere mensen worden schoven, die zullen niet alles doen. Ik wil 10 jaar van nu kennen, Vakationes haben. Dort fehlt an meinen Menschen, dort fehlt, dort wie lernen Menschen auszubilden. Dort wir dann auch kennen, die Jünger rutschen. Jünger merken, haben viel mehr zu tun, als was wir fertig sagen. Wir sagen bloß, ah, bloß die Menschen, die wir kennen, nicht haben, die haben Jünger. No. No, dann haben wir noch gleich. Wie machen die Jünger merken? Sag ich, erregt ihr nicht, gut unser Hahn, du ernt auch dein, wenn nur von Jesus, von Gott, den Führer, von den Heiligen Jesus, wie sollen nicht erregen? Und dann sagen wir, ernt lehren. Wie sollen starke Jünger merken? Ausbilden. Das ist nicht bloß, hey, oh, nu besten Christen, nu wasch die doch voll, alles kann dauern, was fehlt. No. Wir werden so tun, dass Jesus dort deit. Persönliche Tiet nehmen. Ich persönlich, sie sagen, wie jetzt das Fittet kommen, die ja alles, was es kommen wird. So ich sage, von der wir Portbotschaft und Portplus mitteilen, was ist wichtig für die Kirche in der Zukunft? Du hast ein Teil Arbeit, was du so hast. Ich persönlich, ich will mir sagen, sei unterstrengend für das kommende Jahr. Mir sieht dort, so ich war nur am Maid geworden, vielleicht habe ich mich, ich hatte viel, wo ich will tun, spätestens so fertig. Aber ich freue mich für die Arbeit, was du so hast. Ich hoffe, ich freue mich auch für die Dinge, was kommen werden. Gott wird schaffen und Gott will in der Dinge erregen. Der einzige Frage, was wir haben, für uns, jeder eine, der du sagen wird. Weil ich mit mir und mit der Arbeit, die Gott hat für mich. Gott hat Arbeit. Er hat Arbeit. Die Not ist groß. Weil wir mit mir und betere deine Worte, dass wir 2 Wege 3 Hunde von dir reden. Weil wir zu beten. Himmlisch Vater, Herr, ich bete für uns hier so ausgemeint. Herr, ich bete, dass du machst uns wirklich mal wissen, wo wichtig Menschen sind. Herr, du brauchst Menschen, du hast Menschen gewählt. Herr, in Fjärten weit wie nicht, woran, wir haben so viele Fehler. Wir tun so viele Dinge arg. Und da hast du gewählt, uns zu brücken. Herr, wir danken dir, dass du uns das Vertrauen schenken lässt und dass du uns dann was auch fähig machen, Gott zu tun. Herr, ich bete, dass du machst uns halten, was Kirche durch diese 3 Jahre besonders. Zum unsere Vision mal darstellen. Herr, wo sitzt du dort an? Und Herr, diese Dinge, die wir geplant haben, ich bete, wenn diese Dinge nicht in deinem Welt sind, ich bete, dass du musst da klar aufbauen, dass wir können ändern. Herr, wir wollen Zeit nehmen für das. Wir wollen lernen, wo wir können Menschen erregen. Herr, musst du uns mit Weisheit fällen. Musst du uns Ehren geben, so dass Jesus zu den Jüngern sieht, die Ehren abheben und kicken in die Art, wo Gott wie Herr, gib dir uns so eine Ehren, dass wir wirklich können sagen, die Art, die du hast. Dass wir können sagen, was die Not wirklich ist. Wies dir uns, wo wir können uns schicken werden. An die große Art. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Oh, wo wunderschein, oh, dein Fred so groß, Linen. Gott und Jesus seine Arms, oh, dein Sehen groten, der Frest du, lieh in Gott und Jesus seine Arms, lieh in, Gott versächert Honig mit am Gut, lieh in, Gott und Jesus seine Arms. Oh, wo scheint
God, lean in God's Son Jesus, in your arms. Oh, herrliches Leben hier auf ihr. Lean in God's Son Jesus, in your arms. Lehnen, lehnen. God's versichert König mit am Gut. Lehnen, lehnen. Lean in God's Son Jesus, in your arms. Wollt auch weg zu dürren, ich hab keine Angst. Lean in God's Son Jesus, in your arms. Lean in God's Son Jesus, in your arms. Lean in, lean in. God's versichert König mit am Gut. Lean in, lean in. Lean in God's Son Jesus, in your arms. Auch nach Hoffnung. Für den Segen, himmlischer Vater, Herr, die hast uns soll den Segen geben, den Segen von dem ewigen Leben, den Segen von den Segen Jesus Christus. Und Herr, ich bete, dass du machst diesen Segen und durch uns rutschen, nur die Welt, die Ramans ist. Ich bete in Jesu Namen. Amen.